Diese Computertomographien zeigen beispielhaft ausgedehnte Femurfrakturen auf beiden Seiten. Zum besseren Verständnis von Femurschaftfrakturen ist es hilfreich, sich die anatomischen Grundlagen zu vergegenwärtigen. Der Femur ist der längste und stärkste Knochen des Menschen. Der Schaft hat eine physiologische Antikurvation und der Hals eine Antitorsion. 25% der Gesamtlänge des Menschen wird durch den Oberschenkel definiert. Aufgrund der zentralen Position des Oberschenkelknochens im Vergleich zum Körper setzen eine ganze Reihe von Muskeln am Oberschenkel an bzw. haben ihren Ursprung vom Oberschenkelknochen. Daraus folgt, dass Muskeln einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Dislokation von Fragmenten haben, falls es zur Fraktur kommt. Entlang des Oberschenkels ziehen ganz wesentliche Gefäße. Dies bedeutet, dass bei Muskel- oder Gefäßverletzung ein ganz erheblicher Blutverlust auftreten kann. Femurschaftfrakturen treten meistens nach Hochrasanztraumen, beispielsweise Sturz aus großer Höhe, auf. 30% der Patienten sind mehrfach verletzt, 1% mit schweren Weichteilverletzungen assoziiert. Bei 2-5% treten offene Frakturen auf, bei polytraumatisierten Patienten bis zu 25%. Bei Femurschaftfrakturen treten häufig Begleitverletzungen wie Hüftluxationen, Acetabulumfrakturen, Schenkelhalsfrakturen oder Kniegelenksverletzungen auf. Dr. Neumeier, die Sanis haben gerade einen neuen Patienten gebracht. Es war anscheinend ein Arbeitsunfall mit Notarzt vor Ort. Das sind schon mal die ersten Unterlagen. Er wurde initial in Schneitzelreuth versorgt, wurde aber wegen der neuen SAV-Verordnung zu uns verlegt. Es ist anscheinend eine Oberschenkelfraktur, aber ist der Patient stabil? Dr. Lucke? Ist im Einsatz. Ich gehe jetzt wieder zu Neumeier. Hallo, grüß Sie. Hallo. Neumeier, Sie haben einen Arbeitsunfall gehabt und sind zuverlegt worden, gell? Genau. Wie ist das genau passiert? Also ich arbeite auf der Baustelle und wir haben da so riesige Metallträger und da ist die Aufhängung gerissen und mir ist das Ding voll gegen das Bein geschlagen. Ist sonst irgendwas verletzt worden? Nee, es hat nur das Bein erwischt. Ja, nur das hat mich nach Schneitzerleut gefahren und die haben gemeint, ich muss hierher verlegt werden, weil es irgendein spezieller Arbeitsunfall war. Okay. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente, irgendwas? Nee. Okay, dann müssen wir uns beide mal anschauen. Wichtig für die Therapie von Femurschaftfrakturen ist eine ausführliche Anamnese. Danach sollte die klinische Untersuchung erfolgen, bei der Schmerzen des Patienten, potenzielle Bewegungsunfähigkeit oder Beinverkürzung dokumentiert werden. Wichtig ist erneut, die periphere Durchblutung, Motorik und Sensibilität zu untersuchen und zu dokumentieren. An Bildgebung bietet sich für potenzielle Gefäßbegleitverletzung die Dopplersonographie an. Die Standardbildgebung ist die Röntgenuntersuchung des Femurs in zwei Ebenen. Bei Unklarheiten ist die großzügige Indikation zur Computertomographie bzw. CT-Angiographie zu stellen. Können Sie denn die Zehen noch bewegen? Geht das noch? Ja. Ja. Spüren Sie mich hier unten? Mhm. Okay. Das geht alles. Ja. Ja. Dann Fuß hochheben. Ja, Entschuldigung, tut schon weh. Ja. So, schauen wir mal die Pulse. Mal schauen. Ja. Ist kräftig. Das ist auch da. Okay. Ah, Entschuldigung. Mal schauen. Ja, ist aber auch noch da. Gut. Jetzt müssen wir hier schauen, ob was offen ist. Ne, ist eigentlich nur kontusioniert und viel Hämatom drin. Die Aufprallenergie hat ganz wesentlichen Einfluss auf zusätzliche Begleitverletzungen wie Muskelkontusionen, Hautdefekte, Gefäßnervenverletzungen oder die Ausbildung von Knochendefekten und Infektionen. Femurschaftfrakturen werden nach der AO mit der Ziffer 3.2 klassifiziert. Dabei erhalten einfache Schaftfrakturen den Buchstaben A, komplexe Schaftfrakturen mit Keilfragmenten den Buchstaben B und Trümmer- oder Mehretagenfrakturen den Buchstaben C. Ja, haben Sie die Bilder schon gesehen in Schneitzelreuth? Nee.
Aber die haben gesagt, dass ich auf jeden Fall operiert werden muss, weil es ein ziemlich komplexer Bruch ist. Genau, muss man stabilisieren, Oberschenkelbrüche, sonst kann man da nicht mehr gut laufen. Jetzt zeige ich Ihnen Ihre Bilder nochmal. Die sind ja hier aus Schneizelreit mitgekommen. Dann sieht man, dass es einmal komplett durchgebrochen ist. Mhm. Also da ist die Hüfte, da ist das Knie und genau hier hat sie wahrscheinlich der Träger von der Seite erwischt und dann ist es gebrochen. Ja. Und es wackelt und heilt nicht gut ohne Operation. Das kann man mit einem Nagel am besten stabilisieren. Dass man hier praktisch über kleine Schnitte von der Hüfte her einen Nagel in den Markraum einführt. Damit kann man es reponieren und kann den Nagel dann mit Schrauben verriegeln. Also man kann den oben und unten mit Schrauben dann verriegeln. Okay, und der Nagel bleibt dann den Rest meines Lebens am Bein oder wie? Ja, der kann nach ein, zwei Jahren, kann der wieder raus. Okay. Die Therapie ist in der Regel operativ, da Femurfrakturen meist instabil, disloziert oder zumindest dislokationsgefährdet sind. Ausnahmen stellen ein inakzeptables perioperatives Risiko dar. An Implantaten zur operativen Femurschaft-Therapie steht der Fixateur extern, der Marknagel oder die Plattenosteosynthese zur Verfügung. Diese Grafiken zeigen beispielhaft eine Reihe von operativen Versorgungen von Femurschaftfrakturen. Auf der linken Seite ist eine DCS-Schraube abgebildet. Auf der Aufnahme Nummer 2 von links ist ein Femurnagel abgebildet. In der Mitte sehen Sie eine Kondylenplatte. Auf der zweiten Aufnahme von rechts ist ein ungebohrter Femurnagel dargestellt. Und auf der ganz rechten Aufnahme eine winkelstabile Plattenosteosynthese. Die standardoperative Therapie ist der Marknagel. Der Patient wird hierfür auf dem Extensionstisch gelagert und für die antegrade Nagelung ist der Eintrittspunkt an der Trochanterspitze. Diese Röntgenbilder zeigen beispielhaft die Versorgung einer Femurschaftfraktur mittels distalen Femurnagel. Dabei wird der Nagel durch das Kniegelenk in den Femurmarkraum vorgetrieben. Diese Methode ist derzeit etwas auf dem Rückschritt, weil man durch ein prinzipiell gesundes Kniegelenk hindurchgehen muss und das damit verbundene Infektionsrisiko nicht unerheblich ist. Darüber hinaus haben sich nicht unerhebliche Rotationsfehlstellungen nach distaler Femurnagelung gezeigt. Diese Röntgenbilder zeigen beispielhaft die Versorgung von Femurfrakturen mittels Fixateur extern. Deutlich zu erkennen ist die passagiere Stabilisierung, die gelenkübergreifend erzielt wurde. Für peripotetische Frakturen oder distale Femurfrakturen hat sich in der jüngeren Vergangenheit die Applikation von polyaxial winkelstabilen Plattensystemen als optimal herausgestellt. Auf diesen Röntgenbildern sehen Sie auf der linken Seite ein entsprechendes Frakturbild und auf der rechten Seite die postoperative Versorgung. Ich hätte auch die Aufklärung schon dabei, da steht jetzt nochmal genau drin. Mhm. Würde man heute noch machen, sobald es geht, wahrscheinlich heute Nachmittag. Und da sind die verschiedenen Methoden nochmal aufgezeigt und das günstigste ist immer Nagel. Das würde man heute noch machen. Mhm. Da muss man Narkosearzt jetzt Bescheid sagen, sagen, dass sie ein Zimmer kriegen und dann machen wir das. Noch Fragen? Ich würde ganz gerne was essen. Geht leider nicht. Wenn wir operieren, müssen sie nüchtern bleiben. Okay. Halten Sie es aus? Mhm. Ja. Rechts, okay. Und eine Unterschrift bräuchte ich am Schluss noch, dass wir es machen dürfen und jetzt hole ich einen Narkosearzt. Okay. Okay? Also, dann sehen wir uns im OP wieder. Gut. Ja. Okay. Bis später. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Femurschaftfraktur durch moderne Osteosyntheseverfahren viel von ihrem Schrecken verloren hat.